Hallo, ihr fantastischen Menschen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich. Und heute haben wir mal ein Mega Drive Spiel. Und zwar Phantasia. Der gute Pommes hat sich das Spiel gewünscht. Oder die gute Pommes. Das ist ja ein Name, der durchaus geschlechterunspezifisch ist. Und ich war zuerst, ehrlich gesagt, überrascht. Erstmal, das hat er sich vor Ewigkeiten gewünscht, die Person. Und ich dachte eigentlich immer, dass Disney-Spiele auf dem Sega-System, ne, Castle of Illusion und sowas, die haben ja einen super Ruf. Wieso wünscht er sich ein Mickey-Maus-Spiel für das Mega Drive? Und diese Konsole allgemein, die ist mir relativ unbekannt. Und ich habe mal auch mal ein bisschen Lust, die mit euch zusammen, zumindest hier in diesem Format, zu erforschen. Und wie gesagt, ich war überrascht, dass das schlecht ist. Und da habe ich natürlich ein bisschen Recherche gemacht, so ob es wirklich schlecht ist. Und es hat wirklich eigentlich gerade geilen Ruf. Und ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein und gehen den ganzen Mal auf den Grund, oder? Ich bin auf jeden Fall etwas verwirrt, weil, keine Ahnung. Aber gut, es muss ja auch nicht immer alles gut sein, ne? So, wir machen Difficulty normal, okay. Alles klar, kein normales Menü, wundert mich etwas. Also so die grafische Gestaltung ist durchaus annehmlich, ne? Also keine Ahnung, warum das jetzt so... gucken wir mal. Diese Grafik passt. Da zaubern wir. Da springen wir, okay, gut. Okay, das Springen ist etwas zäh. Kann ich jetzt schon nicht mehr schießen? Okay. Warum kann ich denn jetzt schon nicht mehr schießen? Okay, ich raff gerade nicht. Gerade konnte ich jetzt wieder schießen? Gut. Okay, wie Mario geht's anscheinend nicht. Ich bin latent verwirrt. Da wird's einen guten Grund geben. So, gucken wir mal. Also, weil was mir hier schon mal auffällt, ne? Jetzt, wo ich weiß, dass das hier eine Plattform ist, wo ich draufstehe und das hier weiter keine Plattform ist. Also, sehr gut lesbar ist es nicht unbedingt. Okay, also das Schießen. Also, die Effekte sind cool. Das, ich schätze mal, das basiert auf diesen sehr frühen Zeichentrickfilm, Klassiker mit Mickey Mouse, den ihr alle kennt, wo er diesen Zauberlehrling spielt und dann irgendwie natürlich Chaos macht. Okay, ich muss es irgendwie herausfinden, wie ich schieße. Das habe ich hier noch nicht so ganz herausgefunden, ehrlich gesagt. Wie schieße ich denn? Warum... Taste für Springen. Die Taste habe ich beim Schießen benutzt. Warum schieße ich nicht mehr? Maut. Weil ich muss doch hier irgendeine Weise haben, wie ich hier kämpfe. Ich bin gerade echt ratlos. Kennt ihr das Spiel? Wenn ihr euch jetzt gerade wundert, geht der Trottel schon wieder so unvorbereitet rein, ne? Da... Drüber springen kann ich auch nicht. Das ist ja gerade Sinn. Weil ich versuche hier in dieser Serie so ein bisschen so nachzuempfinden. Ihr kennt das wahrscheinlich selber alle. Ihr habt damals euch von einem Kumpel einfach ein Spiel ausgeliehen. Und das habt ihr reingetan in die Konsole. Und ihr wusstet von dem Spiel nicht viel. Und habt dann einfach rumprobiert. Und das, dieses Gefühl versuche ich hier nachzubauen. Sorry, dass ich hier gerade so komplett ratlos bin, aber... Sehr seltsam. Auf jeden Fall. Ja, komm. Ich will starten. So. Little Spell und. Ach, ich hätte vielleicht auch. Gerade im Menü. Hier so. Springen. Okay. Ich drücke jetzt wieder. Ich raff's nicht. Wieso? Wieso schießt der da gerade? Und wenn ich jetzt exakt denselben Knopf nochmal drücke. In exakt derselben Konstellation. Schießt er nicht? Also ich würde sagen, hier haben wir auf jeden Fall schon mal ein
Hauptproblem. Ich stümper hier echt rum gerade. Okay. Ich würde sagen, ich mache einen kurzen Cut. Ich recherchiere jetzt, wie man davon verdammt nochmal schießen soll, damit ich euch hier ein bisschen mehr zeigen kann. Bis gleich. So, der Panda hat jetzt recherchiert. Also, ihr habt einen großen Spell, also einen Spruch und einen kleinen Spell. Also einen starken Angriff und einen kleinen Angriff. Und unten links seht ihr, wie viel ihr machen könnt. Der Große, der verbraucht halt alle von diesen Dingern. Und dann seid ihr erstmal wehrlos. Ihr könnt wohl aber theoretisch Mario-mäßig auf die Gegner springen. Finde ich etwas verwirrend. Okay, ne, jetzt habe ich mit Einspruch. So, ne, habt ihr gesehen? Okay, ich kann aber nicht auf alle springen, oder? Okay. Der kleine Spruch scheint auch ziemlich scheiße zu sein. Wie soll ich hier jetzt durchkommen? Und die Sicht, du, diesen Balken, da sieht natürlich alles sehr charmant und stilsicher aus, aber wie soll ich da jetzt ohne Spruch durchkommen? Unten komme ich nicht lang, oben komme ich nicht lang. Weil, ne, seht ihr? Ich springe hoch, bam, kaputt. Und unten konnte ich nicht, weil dann hätte ich ja auch drüber springen müssen. Und dann hätte mich dieser Besen erwischt. Und super, ne, wenn man gestorben ist, dann resetten sich nicht, frischt sich die Spruchanzahl nicht auf. Nein, das wäre zu einfach. Okay, auf die springenden Kerzendinger kann ich anscheinend nicht drauf springen. Oder was soll das sein? Pilze? Keine Ahnung. Also grafisch ist es cool. Musik passt, sage ich nichts. Aber was hat mich denn da jetzt getroffen? Das ist das erste Level. Und was? Das ist doch ein Disney-Spiel. Da gab es doch so viele gute auf den Sega-Systemen. Das war das Aushängeschild der Sega-Systeme. Was für ein Bullshit ist das denn hier jetzt? Boah. Gut, der Besen hat mich da jetzt kurz getroffen. Ja, meine Fresse. Ein Versuch noch. Okay, also eure Waffe quasi nicht verwenden, weil sonst, keine Ahnung. Schwacher Zauberspruch ist kacke, man kann die Plattform nicht richtig erkennen. Es gibt viel zu viele Gegner. Herrlich. Doch, das war jetzt ein großer Spruch, schon habt ihr nichts mehr. Ja, wie soll ich denn da jetzt... Kucku! Wie hätte ich jetzt aus dieser Situation ohne einen Zauberspruch irgendwie herauskommen können? Boah! Also, das hätte ich echt nicht erwartet. Das hätte ich definitiv nicht erwartet. Boah! Holt euch dieses Spiel bitte nicht. Holt es euch nicht. Sogar euer ärgster Feind ist dieses Spiel ist nicht würdig. Wie viel Gegner? Wie viele Gegner? Ich habe jetzt auch gesagt, echt keine Lust mehr. Das Spiel frustriert mich einfach nur. Es macht einfach keinen Spaß. Aber trotzdem, vielen Dank für den Wunsch, wenn ihr auch Wünsche habt, egal ob 8 oder 16 mit, ab in die Kommentare damit. Aber Finger weg von Phantasia für das Mega Drive. Echt, boah. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.